Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer Mystik-WG am späten Abend. Alles klar, wer redet da? Also Nora Russ nicht. Keine Ahnung, wir sind jedenfalls hier gerade ganz schön früh auf dem Winterfest und ja, Carsten hat sich gerade mal auf die Toilette verprimelt. Wo ist er denn jetzt eigentlich hin, sag mal? So, Carsten, du kannst mal hier nochmal ein bisschen kokett mit ihr witzeln und ja, euer Voting. Wer soll hier jetzt eigentlich mit wem und wieso und weshalb und warum? Also, ich muss sagen, ihr wart euch da völlig unentschlossen. Also, ich habe jetzt nicht durchgezählt, weil es waren, glaube ich, ein oder zwei Stimmen höchstens Unterschied. Ich habe einfach so durch eure Kommentare gescrollt und dachte mir, Nora und Carsten, Mila und Bill. Nora und Carsten, Mila und Bill. Das ging die ganze Zeit so hin und her und ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir machen es jetzt einfach so, wie es kommt. Weil, Betrug gestehen? Wie Betrug gestehen? Ach so, wegen... Aber du hast sie doch gar nicht betrogen. Schwärm einfach mal eine Runde von Comic-Heften. Ach, nee. Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, wir werden uns jetzt mal von der anderen Tante dort trennen, weil das ist irgendwie nicht so der Hit. Und ich glaube mal, da Nora ja sehr selbstbewusst ist, kann sie ihn einfach mal darum bitten, romantisch bitten, Werbefall, nein, nein, nein. Das war doch mal irgendwo so, dass man sagen kann, hey, bitte trenn dich von dem und dem. Oder? War das nicht mehr so? Oder irre ich mich da? Na, wir gratulieren ihm einfach mal zu harter Arbeit. Ist doch total toll zwischendurch. klappt es nur, wenn wir so gerade total kokett zueinander stehen? Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal aus. So romantisch, keine Ahnung, koketten Witz. Um das Ganze hier mal ein bisschen, ne, anzuheizen. Eine Runde verliebt umarmen, meinetwegen. Okay. So, romantisch, schüchterner Kuss eventuell. Hier ein bisschen knutschi, knutschi, knutsch. Oh. So, wir sind sehr verführerisch. Können wir jetzt sagen, trenn dich mal von der Guten. Ja, bitten sich von Sascha zu trennen. Das wäre sehr, sehr lieb. Ja, natürlich. Carsten macht doch alles. Irgendwie auch gemein, ne? Arme Sascha. Ich glaube, du hast recht. Zwischen mir und Sascha ist es endgültig aus. Allerdings wird Sascha wohl ganz schön sauer auf dich sein. Ja, ich befürchte auch. Haben wir uns jetzt hier, ja, wir haben uns jetzt von ihr entdudelt, wie es aussieht, ne? Oh, oh. Das, anscheinend geht es ihm jetzt nicht so gut. Ex-Freundin. So, und hier sind wir anscheinend bestimmt auch nicht besonders begeistert voneinander. Nein, okay, alles klar. Oh, okay. Mit dem netten Zottelbart. Carsten, machst du gleich einen hübschen Eindruck. So, was jetzt? Ohnmächtig werden? Ach, herrje. Leute? Das war jetzt irgendwie nicht so ganz die Intention, die ich bei der Geschichte hatte. Wir spannen hier einfach mal durch den Busch. Ups. Huh. Das ist jetzt natürlich eher kontraproduktiv. Ja, oh oh, Carsten, du hast es irgendwie erfasst. Und nu? Ah, okay, Nora steht wieder auf. Okay, Tag gerettet. Siba, Nabakubu. Und sie schwenkt erstmal die Schneeflocken, ey, ist die süß. Machen wir einfach mal ein Kompliment über seinen Charakter. So, ist Tessie hier schon mal angekommen? Nein, sie macht noch ihre Aufsätze. So, er braucht mal wieder ein bisschen was zu trinken. Hier können wir mal eine Runde hart arbeiten. Fällt sie schon wieder um? Warum fällt sie denn schon wieder um? Ach Mensch, Nora ist ein Werwolf. Komm damit klar, das weißt du doch nicht erst seit gestern. Ach, nehmt zusammen ein romantisches Foto auf. Kann nur toll werden. What's up for Rooney? Oh. Mit der Werwolf-Fräse. Natürlich wird es total romantisch, das Foto. Flirten eventuell, ne? Eigentlich, dass Nora gleich wieder in Ohnmacht fällt. Kann ja passieren, man weiß es nicht. So. Ja, jedenfalls ist soziale irgendwas jetzt weg. Was heißt das eigentlich? Wegen Verwandlung in einen Werwolf. Können wir das denn gleich wieder wenigstens rückgängig machen?
Was ist denn jetzt kaputt? Essen kaufen. Okay, das ist eine Idee, Carsten. Viel Spaß. So, Nora sollte aber auch mal was essen und vielleicht mal eine Toilette aufsuchen. Hier, bitte, Nora. Okay, Nora kippt sich den Honig hinter. Oh, nee. So, die da hinten tanzen erstmal ordentlich, während Carsten durch den Schnee stampft. Ja, ihr seid ja auch lustige Gestalten hier. Was kaufen wir uns denn, Carsten? Erzähl mal. Ja? Ah, okay, das ist ein Kuchen. Wir haben einen Kuchen gekauft, okay. Dann ess mal, Carsten. Lass es dir schmecken. Nora hat sich ja, wie gesagt, den Honig... Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Traurig. Okay. Wegen der Katze oder was? Hm. Haben wir nicht mit dir auch noch irgendwas im Inventar, was wir gerade mal eben futtern können? Hier, genau. Wir können einfach mal diese getrockneten Lebensmittel essen. Wofür haben wir die denn? Hey, warum ist denn das Soziale jetzt schon wieder so weit unten? Weil er geheult hat oder was? So können wir uns ja niemals zurückverwandeln. Das ist doch total Banane. Oh Gott. Wir gehen mal schnell zu Bilder, mit der man vielleicht Darcy beißen kann oder so. Ach, Herr Jemine. So, Darcy, wenn du schon mal hier bist, dann lass doch mal einen Schluck von dir trinken, sag mal. Das wäre voll sozial von dir. Bill im sexy Schlüpper. Ah, yummy. Na, wie schick. So, dann haben wir da auch schon mal was gefuttert. Dann mach doch mal das Bett hier ganz gemütlich. Welche Dusche ist denn hier schon wieder kaputt? Und was macht das wieder? Hm. Fee halt. So, nee, was wollte ich denn jetzt? Welche Dusche ist denn jetzt kaputt? Okay, es schneidet doch wieder mal, wie blöd. Unten ist es aber auch keine Dusche, oder? Ist es die Dusche unten? Na, natürlich ist es die Dusche unten. Dann reparier mal, mein Freund. Und dann musst du eigentlich schon wieder gleich schlafen. Hilfe. Okay, das Essen hat anscheinend nicht lang vorgehalten. Das sollten wir dann auch vielleicht mal in die Tonne kloppen. So, was ist mit den Süßigkeiten? Sind die überhaupt noch gut? Also die kannst du anscheinend essen, so lange wie du willst. So, dann räumen wir mal das verdorbene Essen raus. Und was haben wir denn noch an Essen drin? Achso. Essen wir einfach mal gegrillten Käse. Und dann können wir auch mal duschen. Carsten, du musst dich jetzt langsam auch hier mal wieder einkriegen. Ach je, komm einfach erstmal nach Hause und dann sehen wir weiter. So, wie sieht's hier aus? Wir können ja auch ein... Gott, wen hat sie denn jetzt erschreckt? Ach, Tessa. Ach Mensch, Mädels, ey. Aber sie scheint es ja irgendwie lustig gefunden zu haben. So, können wir das jetzt mal da reinkloppen? So. Oh Gott, ey, warum steht denn hier alles mit Essen voll? Das ist ja kein Wunder, dass hier alles eklig ist irgendwie. So, geh mal da rein. Oh toll, jetzt hast du bestimmt draufgestellt, oder? Aber na klar. So, geh mal da rein. Hey, warum kann ich das nicht anklicken? Ach nö. Ist doch doof. Was macht ihr denn da? Ist das Ding voll oder was? Hey, warum kann ich das nicht verschieben? Das ist doch voll doof. Ach, Menno. Bill, räumst du das mal weg? So, Carsten, wie sieht's mit dir aus? Du kannst mal ganz geschillt den Müll rausbringen, wenn du das noch schaffst. Oder du gehst einfach mal schlafen, wenn du nach Hause kommst. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Hier, mach mal noch Futter rein. Und dann geh mal schlafen, bitte. So, Starlight, mein Herz, was ist bei dir los? Du süßer Du. Soziales, okay. Und ich hefte dich doch einfach mal an Tessa hier. Die steht gerade sowieso nur im Weg rum. Mach mal beschnüffeln oder so. So, was macht Darcy da eigentlich die ganze Zeit? Oh, und warum macht Tessa da schon wieder... Oh, Mensch, Leute, ihr seid das reinste Chaos. Wisst ihr das? Ah, Hilfe. Hä, da frittiert sich doch schon sonst wie viel drüber. Ach, Mensch. So. Und dann kannst du auch gleich mal fragen, ob du gebürstet wirst, Starlight. Das wäre total toll. So. Nora holt sich was zu essen. Carsten landet endlich im Bett. Sehr schön. Tessie, was musst du da jetzt noch? Essen. Okay, gut. Und dann jetzt läufst du zum Winterfest. Sehr schön. Ach, warum doch gleich bist du jetzt im Schrank gewesen? Muss ich nicht verstehen. So, Bill, der braucht das jetzt auch nicht mehr wegräumen, da Tessa es essen will, wie es aussieht. Igitt, igitt. Ach nee, so. Was ist mit dir, Nora? Achso, das ist jetzt auch schon schlecht. Na, ganz toll. So, dann verabschieden wir es einfach mal. So, nimmt jetzt mal irgendjemand das Zeug hier vom Brutzel-Brutzel? Oder geht es nicht? Hier, weiterkochen bitte. Nicht, dass es hier gleich brennt und alle sind tot und es wäre einfach schrecklich.
So, bettelst du gerade? Nee, du willst gebürstet werden, okay. Dann warte doch einfach. Ich hab's gewusst. Okay, es war ja irgendwie klar, dass das so weit kommen muss. Allerdings, ach so, jetzt sehe ich Flammen. Jetzt sehe ich auch Flammen, okay. Oh mein Gott, ein Feuer, es brennt, es brennt. Haben wir nicht eigentlich eine Hexe? Mida, das kannst du doch eigentlich auch löschen, oder? Warst du da nicht mal irgendwann so weit? Alter, Leute, warum stellt ihr euch direkt ins Feuer? Ihr habt doch einen Dachschaden, oder? Ihr wollt unbedingt krepieren. Nora, komm du wenigstens bitte weg. So, ich hoffe, sie brennt jetzt hier noch nicht. Nee, da ist sie, brennt noch nicht. Hoffe ich zumindest. So, nee, da sie scheint noch nicht zu brennen. Das ist sehr gut. Oh, Leute, ey. Ich krieg gleich einen Koller mit euch. So, aber ich glaube, Tessa kann da auch nichts machen. Sag mal, kommt hier irgendwann mal eine Feuerwehr? Ach nee, hier ist gar kein Rauchmelder. Warum ist da kein Rauchmelder? Ah, Nora, ruf mal bitte die Feuerwehr. Hier kommt ja gar keiner. Feuerwehr anrufen. Ich glaube, das ist gerade der... Nein, doch, da kommt eine Feuerwehr. Hä, aber da war doch gar kein Dingel, Rauchmelder. Und warum liegt die Wäsche draußen im Schnee? Und oh mein Gott, was ist das für ein Chaos? Oh Leute, ihr macht hier gleich alle einen Abgang, wenn das so weitergeht. Ach du Heilige. Hilfe? Großes Hilfe? Oh Gott, brennt Tessa gerade? Ja, Tessa brennt. Oh mein Gott, Tessa brennt. Ah, wie gut, dass der Feuerwehrmann sie gleich löscht. Hilfe, herrje. Aber Tessa brennt immer noch. Oh nein. Lösch mal bitte Tessa, Nora. Hallo? Nicht? Nein? Oh, weia? Und sie hat immer noch keinen Feierabend und Nora gibt ihr Bestes. Und was macht ihr, Jungs? Ihr macht hier irgendwie gar nichts. Oh Gott, und gerade Carsten, ey, der kriegt das doch sowieso nicht hin. So, gut. Tessa steht nur noch in Unterwäsche da. Die würde ich empfehlen, dich mal zu duschen, Liebes. So, Nora, versuch doch mal bitte, da die Flammen zu löschen. Ach, Herr Jemine. So, jetzt brauche ich Urlaub, Leute. Oh nein, ey, ist ja heftig. Nur weil Tessa hier wieder nur Blödsinn macht. So, verdorbenes Essen rausräumen und dann einmal eine Runde klebrige Carbonara, bitte. So, Bill, du musst jetzt einfach dich mal ins Bett hauen, bitte. Danke. So, Starlight, was machst du da gerade? Du kannst mal ganz geschillt aus dem Napf fressen, wenn ich hier irgendwo einen finde. Da, bitteschön. Ach, Herr Jemini, Carsten, du kannst auch mal hier einfach im Bett verschwinden, in der Hoffnung, dass du nicht gleich einen Anfall kriegst. Mila muss sowieso mal eine Runde schlafen, die kann hier mit in Bills Bett. So, jetzt bewegt euch erstmal ein paar Schritte, damit ich sehe, was hier was ist. Gott, ist ja alles für ein Po hier. Kann ich das nicht ersetzen? Doch. So, Fritteuse ersetzt, Blume ersetzt. Was bist du? Messerblock ersetzt? Fenster auch ersetzt? Nee, alles gut. So, ach Mensch, Leute. Nee, aber die 300 Simoleons von der Versicherung, die sind ja auch nicht dolle für den Schaden, den wir hatten. Das hat ja nicht mal die Fritteuse gedeckt. Ach Mensch, was für ein Stress. Hilfe, Herrje. So, Nora, ne? Komm hier, Alter, warum ist alles, was ihr anfasst, schlecht? Das ist doch nicht normal. So, jetzt ist nur der Pfirsich-Pfannkuchen. Also darfst du letztendlich doch noch Abendbrot machen. Mensch, warum nicht gleich so? Dann mach doch einfach mal Fish and Chips. Dann freuen wir uns alle einen Cola-Keks drüber und das schmeckt und das ist total toll. Ach, Mio. Ja, Gott, das Radio könnte ich ja auch mal leiser machen, ne? Obwohl Darcy ja gerade ihren Spaß zu haben scheint. So. Mila wandert auch Richtung Bett. Was macht Bill jetzt schon wieder in seinem schicken Unterhöschen? Aufstehen, weil nochmal genau was? Weil es 19 Uhr ist, oder was? So, geht einfach beide schlafen und alle sind glücklich. Wie geht's Starlight? Ist der glücklich? Ja, Starlight geht es soweit bestens. Der kann danach jetzt mal hier ein bisschen mit Olle Carsten liebäugeln. Carsten, du kleines Hundeli, steh mal auf, bitte. Du musst dich jetzt mal so ein bisschen um Starlight kümmern, damit es dem auch mal wieder ein bisschen besser geht.
beziehungsweise dass es dir besser geht, weil Starlight geht es ja so im Allgemeinen gar nicht mal so übel. Aber bei diesem Part wurde mir wirklich, wirklich übel, denn oh mein Gott, was war das denn? Ey, was haben wir für Mitbewohner und warum ist alles so aus dem Ruder gelaufen? Ich meine, Tessa hat gebrannt, also... Oh Gott. Ja, mal gucken, was hier als nächstes Chaotisches in der Mystik-WG passiert. Der nächste Part kommt dann am Mittwoch. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.